Nachmittag gelegen. Als ich aufwachte, die Nachricht, dass Hitler Reichskanzler ist. Ich fürchte, dass dies den Bürgerkrieg bedeutet. Hält sich Hitler an die Verfassung, dann ist er bei seinen Leuten auch erledigt. Jedenfalls trübe Zeiten, besonders für uns Juden. Vielleicht nur der einzige magere Trost, dass oftmals die Dinge anders laufen, als man sie annimmt. Eine furchtbare Nachricht. Mein früherer Schüler Steinfeld ist gestern nach dem Reichsbannerumzug von SA-Leuten ermordet worden. Ja, wir leben in herrlichen Zeiten in diesem Hitler-Deutschland. Und das ist erst der Anfang. Nichts Positives. Nur die gemeinsten Beschimpfungen gegen die früheren Regierungen. An allem und jedem sind die Marxisten schuld. Aber Hitler versteht, mit allem Tamtam eine blöde Menge anzulocken. Das ist alles auf die deutsche Mentalität abgestimmt. In der Diskussion trat immer wieder das Trennende hervor. Während doch jetzt die linksgerichtete Arbeiterschaft das alles einmal lassen sollte und gegen die ungeheure Gefahr der Nazis zusammenstehen. Aber man merkt vielleicht doch noch nicht so recht, was die Stunde geschlagen hat. Man wühlt in der Vergangenheit herum, während man es mit einem Gegner zu tun hat, der zu allem entschlossen ist. Widerlichster Terror gegen die gesamte Linke setzt ein. Vielleicht schmiedet dieser Kampf wenigstens die Arbeiterschaft zusammen. Heute war mein früherer Schüler Müller in SA-Uniform in der Schule. Ich habe ihn übersehen. Durch die neuen Notverordnungen ist uns ja der Mund versiegelt. Alles ist Landesverrat. Auf alles steht die Todesstrafe. Und doch ist meine innerste Überzeugung, dass man das Rad der Weltgeschichte auch durch den stärksten Terror nicht wird aufhalten können. 5. März 1933. Wir sind schon kurz nach 9 Uhr zur Wahl gegangen. Trotzdem war ein so großer Andrang, dass man Schlange stehen musste. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Nazis noch viel Stimmen gewinnen werden. Aber das kann man letzten Endes nicht wissen. 7. März 1933. Heute sind auch hier in Breslau Hakenkreuzfahnen gehisst worden. Es fiel mir auf, wie viel Hakenkreuzfahnen selbst in dieser proletarischen Gegend wehen. Es ist bei den Leuten eben ein Glauben aus ihrer Verzweiflung heraus, dass ihnen das noch helfen kann. Perle erzählte mir, dass Rechtsanwalt Johnny Schneider mit der Hundepeitsche in seinem Büro vor den Leuten geschlagen worden ist. So erniedrigt diese Gesellschaft jede Menschenwürde. Ein Zivilist mit 17 braunen Leuten erschien in seinem Büro. Es ist mir sehr nahe gegangen. Wie viel mag vorgehen, von dem man bei dem gegenwärtigen Zustand unserer Zeitungen gar nichts erfährt? Wenn diese Regierung nun das verfassungsändernde Ermächtigungsgesetz bekommt, so kann sie 4 Jahre lang machen, was sie will. Und wir sind ihr mit Haut und Haaren ausgeliefert. 28. März 1933. Gestern sind SA-Horden ins Gericht eingedrungen, haben im Anwaltszimmer "Juden raus" gebrüllt und den Rechtsanwalt Maximilian Weiß blutig geschlagen. Vorgestern hat man den Intendanten Barney in den Oswitzer Wald geschleppt und niedergeschlagen. Mit Gummiknüppel und Hundepeitsche. Das ist das Dritte Reich. Es ist der letzte Verlust an Menschenwürde, wenn nur unser jüdisches Volk in Deutschland daraus lernen möchte, nun alle Assimilationsversuche zu lassen und in seinem eigenen Judentum zu leben. 2. April, Breslau, Sonntag. Heute früh etwas länger im Bett geblieben und mit Trudi noch einmal die ganze Lage durchgesprochen. Ich habe ihr klarzumachen versucht, dass das plötzliche Herausgerissenwerden eines Mannes aus seinem Berufe, wie es mir zweifellos bevorsteht, sicher keine Kleinigkeit ist. Unsere Kinder Ernst und Ruth haben heute eine besondere Kränkung erfahren. Sie sollten Turnen von ihrem Verein haben. Aber man hat ihnen als Fremdrassigen einfach den Eintritt verweigert.
Welche Gefühle muss das in einem Kind zurücklassen? Alle Gewerkschaftshäuser und alle Wirtschaftseinrichtungen der Arbeiterschaft sind besetzt worden, um gleichgeschaltet zu werden. So heißt das neue Wort unserer Zeit. Wundervoll ist es jetzt in der Natur. Die Magnolien blühen und alle Obstbäume stehen in herrlichster Frühlingspracht. Nur der Mensch quält den anderen.